Ja, und wir wechseln jetzt zu einer der auch strittigsten Fragen in diesem EU-Wahlkampf, die auf einer inhaltlichen Ebene diskutiert wird, nämlich Asyl und Migration und wie umgehen damit. Heute hat der Rat der Mitgliedstaaten in Brüssel die Reform des EU-Asylsystems final beschlossen. Durch zahlreiche Verschärfungen, so das Ziel, soll die illegale Migration eingedämmt werden. Ein Erfolg oder zu wenig hartes Vorgehen? Da gehen die Meinungen des FPÖ und des SPÖ-Spitzenkandidaten naturgemäß auseinander. Die Argumente dafür und die Argumente dagegen haben Stefan Daubauer und Laura Franz für uns. Beim EU-Wahlkampf will die FPÖ mit ihren mittlerweile Klassikern punkten. Konkret sind das die John Otti Band und das Wettern gegen die Corona- und die Ausländerpolitik. Als Einpeitscherin fungiert in der Wiener Lugner City die Listenzweite bei der EU-Wahl Petra Steger. Es reicht. Auch da brauchen wir die notwendige Trennwende. Wir brauchen endlich diese Festung Europa. Dabei versucht die Europäische Union den Rechtspopulisten gerade den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit dem EU-Migrationspakt sollen die Regeln für Asylsuchende strenger und effizienter werden. Das EU-Parlament hat Anfang April für die Reform gestimmt. Dagegen waren aus unterschiedlichen Gründen die Grünen und die weit rechts stehenden Parteien. Auch Harald Wilimski, FPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, hat mit Nein gestimmt. Das ist der zehnte oder vielleicht noch häufigere Versuch ist, diese seit dem Jahr 2015 völlig aus dem Ufer gelaufene illegale Migrationswelle zu stoppen. Wenn man sich den Migrationspakt näher ansieht, ist er eine kosmetische Sache kurz vor der Wahl und wird exakt gar nichts ändern an den Problemen, die sich bislang zeigen. Beim EU-Wahlkampfauftakt der SPÖ Mitte April wird die ungleiche Verteilung der Flüchtlinge in Österreich kritisiert. Und auch bei den Reden am 1. Mai ist der Migrationspakt auf EU-Ebene kein Thema. Und das, obwohl die SPÖ in ihrem mühsam errungenen Positionspapier eine Prüfung der Asylverfahren an der EU-Außengrenze will, wie es die Union ja jetzt vorhat. Der Listenerste der SPÖ, Andreas Schieder, er tourt gerade für den EU-Wahlkampf durch die Länder, hat deshalb den Asyl- und Migrationspakt im EU-Parlament unterstützt. Der Asyl- und Migrationspakt ist da endlich einmal, dass wir gemeinsam in Europa nach Lösungen suchen. Dieses bisherige Weg, dass einzelne Regierungen gegeneinander agiert haben, zum Nachteil der eigenen Bevölkerung, ist ein Irrweg und daher ist es wichtig, dass man gemeinsam agiert. Wenn man so will, wir müssen endlich Ordnung ins System bringen. An der Grenze bei Rumänien und Bulgarien soll es die ersten Testläufe für die neuen Verfahren geben. Geplant ist, dass Asylverfahren künftig einheitlich an der EU-Außengrenze geprüft werden, Flüchtlinge dabei teils in haftähnlichen Lagern untergebracht werden, aussichtslose Verfahren schneller entschieden und Asylwerber künftig fairer verteilt werden. Erfüllt ein EU-Land die Quote nicht, muss es sich freikaufen. Für die Kommissionspräsidentin ein gewaltiger Erfolg für Europa. Das heißt, dass die, die kein Recht auf Asyl haben, nicht in die Europäische Union einreisen dürfen, während die, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen, mit dem notwendigen Schutz rechnen können. Laut Argumentation der Europäischen Union und auch von Seiten des Innenministeriums wäre Österreich der Profiteur, weil eine solidarische Aufteilung der Asylberechtigten vorgesehen ist. Stellen Sie sich da nicht gegen die Interessen des Landes? Es ist eine Lachnummer, der heimischen ÖVP, weil diese Aufteilung Schlüssel seit Jahren versucht wird und alle anderen nicht mitmachen, aus meiner Sicht völlig zu Recht nicht mitmachen wollen. Weil Faktum ist, dass wir mit einem Migrationsstrom wie überhaupt noch nie war konfrontiert sind und ein so linkes Gutmenschentum, wie es zurzeit mehrheitlich in der Europäischen Union herrscht, verantwortlich ist dafür, zu sagen, kommt. Ja. Und damit importieren wir nicht nur Terrorismus, wir importieren Antisemitismus, wir importieren Kriminalität. Allein heuer sind laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk schon mehr als 500 Flüchtlinge bei der versuchten Einreise nach Europa im Mittelmeer gestorben oder vermisst. Für die SPÖ ein unhaltbarer Zustand. Wenn man will, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört, dass wenn man will, dass diese Pushbacks aufhören, wenn man will, dass diese unmenschlichen Asylzentren auch ein Ende finden, dann braucht man ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Das ist der erste Schritt, dass wir gemeinsam schauen, dass menschenrechtlich faire und gute Standards hier auch herrschen. Aktuell verhandelt die Europäische Union im Rahmen des Migrationspaktes mit dem Libanon. Die Überfahrt von bisher im Libanon lebenden syrischen Flüchtlingen in die EU soll gestoppt werden.
Ein ähnliches Abkommen ist zuletzt mit Tunesien und Ägypten geschlossen worden. Allein Ägypten bekommt in den kommenden Jahren mehr als 7 Milliarden Euro. Gerald Knaus, derzeit in Istanbul, hat 2015 den EU-Deal mit der Türkei mitentworfen. Er glaubt nicht, dass der Migrationspakt viel an den aktuellen Problemen ändern wird. Die solidarische Aufteilung in Europa wird weiter nicht funktionieren und auch die Abkommen mit Ägypten und Co. werden die Flüchtlinge nicht am Weiterreisen hindern. Jeder, der diese Erklärungen der EU mit Tunesien, die Aussagen nach dem Besuch in Ägypten oder jetzt zu Libanon genauer liest, wird erkennen, dass es nirgendwo darum geht, ob diese Staaten sicher sind, weil nirgendwo diese Staaten bereit sind, Leute zurückzunehmen. Es geht immer darum, dass die EU diesen Staaten Geld gibt und diese Staaten dadurch angeblich den Anreiz haben, Leute daran zu hindern, abzureisen. Das hat in den letzten Jahren nirgendwo geklappt. Es klappt auch nicht zwischen Frankreich und England im Ärmelkanal und es wird auch zwischen Libanon und Ägypten und der EU nicht funktionieren. Andreas Schieder befürwortet grundsätzlich Abkommen mit Drittstaaten, jenes mit Ägypten aber nicht. Ich bin aber nicht glücklich über die Vorgehensweise, wie sie die Kommissionspräsidentin von der Leyen gewählt hat. Weil dorthin fahren und einseitig Deals zu versprechen, ohne zu klären, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wem geben wir das Geld, wo werden die Gelder auch ankommen und sicherstellen, dass sie nicht in irgendwelchen dunklen Taschen der Freunde des Boten vor Ort verschwinden, das halte ich für gefährlich. Asylverfahren ja, aber nicht in der EU. So das FPÖ-Credo. Für mich machen es die Australier gut, die lassen auch niemand ins Land. Für mich machen es die Briten, die aus der Europäischen Union ausgetreten sind, gut. Die haben Ruanda jetzt als Ziel. Hat ja auch für die Leute, die dann zu uns gekommen sind, den Vorteil, dass die jetzt nicht etwa im regnerischen Großbritannien, wenn sie aus Syrien oder Afghanistan kommen, das Auslandern finden müssen, sondern in ihrer Region gewohnte Klimaverhältnisse vorfinden. Doro Blanke sieht die Auslagerung von Asylfragen kritisch. Sie leitet eine Hilfsorganisation für griechische Flüchtlinge auf der Insel Lesbos, ist 7 Monate im Jahr vor Ort und schon dort klappt es nicht. Man kann ja jetzt in diesen griechischen Camps schon nicht die Menschenrechte und die juristischen Rechte auch aufrechterhalten. Also stellt sich die Frage, wer kontrolliert das dann außerhalb der EU? Wer ist dafür zuständig? Ist eine Abschiebung der Verantwortung? Und die nächste große Frage ist, die sich stellt, was macht man mit jenen Menschen auf der Flucht, die abgelehnt werden? Ja, die bleiben dann in Ländern, die von Autokraten regiert werden, wo Korruption herrscht, Menschenhandel, Organhandel. Wer kümmert sich darum? Das sind alles riesige Themen. Und wie stehen eigentlich die anderen österreichischen Parteien im EU-Wahlkampf zum Migrationspakt? ÖVP, nun ermöglicht uns die Umsetzung des neuen Migrationspakts, die Kontrolle über unsere Außengrenzen zurückzugewinnen und den Migrationsdruck auf die EU zu verringern. Die Grünen, es gibt auch Punkte, die zu Recht kritisiert werden, wie Familien in haftähnlichen Unterbringungen an den Grenzen oder die Schwächung der Rechtsberatungen und der Rechtsinstrumente für Geflüchtete. NEOS, der Pakt ist ein wichtiger Schritt für ein europäisches Asylverfahren und gegen die Schleppermafia. Heute hat der EU-Rat den Migrationspakt endgültig beschlossen. Jetzt haben die Mitgliedstaaten 2 Jahre Zeit für die Umsetzung in nationales Recht. Ab 2026 soll der Asyl- und Migrationspakt dann in Kraft sein.